Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Windows 10 in der VirtualBox und mit den Einstellungen, die nötig sind, um Cortana auch in Deutschland nutzen zu können. Denn die neueste Januar-Preview ist veröffentlicht worden, aber Cortana in Deutschland deaktiviert. Wie ihr das in meinem ersten Video gesehen habt, konnte man im Grunde hier nichts nutzen. Man hat halt hier die Suche einfach gehabt mit diesem Suchfenster und konnte darauf dann zugreifen, ohne aber Cortana nutzen zu können. Cortana ist der Sprachassistent bzw. der Systemassistent in dem Fall und kann mittlerweile bei Windows 10 auch auf dem Desktop genutzt werden. Wie man das einstellt, zeige ich euch jetzt. Dazu sind nämlich nur zwei kleine Einstellungen möglich. Wir haben hier Windows 10 in der deutschen Version installiert, also die DE-Version in 64-Bit-Installation in VirtualBox. Wie das funktioniert, seht ihr in meinem vorherigen Video. Und könnt ihr das auf jedem Gerät ausprobieren, wie ihr das möchtet. Um Cortana nutzen zu können, die ja aktuell deaktiviert ist, müsst ihr einmal in das neue Action Center gehen, auf All Settings, alle Einstellungen. Und dann müsst ihr einmal die Sprache und Region ändern. Denn klar, Windows ist auf Deutsch vorinstalliert und die Sprache auf Deutsch und die Region auf Deutsch. Ihr müsst das aber hier einmal in dem Punkt auf Vereinigte Staaten umstellen. Es war natürlich vorher Germany bzw. Deutschland eingestellt. Und als Sprache müsst ihr Sprache hinzufügen, Englisch United States und als Primär festlegen. Dadurch wird das System zwar auf Englisch umgestellt, klar, ist es dann natürlich in der Region von den Vereinigten Staaten und mit der Sprache Englisch eingestellt, aber ihr könnt dadurch dann Cortana im vollen Umfang, wenn man das so sagen möchte, auch in dieser Preview hier nutzen. Habt ihr das gemacht? Startet das System einmal neu. Das hatte ich vorher schon gemacht. Und dann könnt ihr Cortana ausprobieren. Aktivieren müsst ihr diese aber zusätzlich noch, denn einmal geht ihr hier auf dieses Suchfenster von Cortana, wo dann die Suche erscheint, und müsst einmal in diesen drei Strichen hier oben an der linken Seite unter Settings Cortana auch deaktivieren. Vorher war das ausgegraut, also hier konnte man nicht draufklicken, wo das auf Deutsch eingestellt war. Jetzt mit den englischen Einstellungen können wir einmal Cortana aktivieren und diese auch dann gleich nutzen. Es wird schon geändert. Man wird danach, ich habe das jetzt schon einmal eingerichtet, um das auszuprobieren, man wird danach nach dem Namen gefragt, wie man angesprochen werden möchte. Dann habe ich hier Peter natürlich eingestellt und ihr bekommt natürlich hier zum Beispiel einmal das Symbol unten angezeigt. Ask me anything steht da und natürlich das Mikrofon. Funktioniert in der virtuellen Box nicht, weil das Mikrofon leider nicht erkannt wird. Habt ihr das zum Beispiel auf einem Tablet ganz normal installiert oder auf einem Notebook, wo dann die komplette Hardware unterstützt wird, wie Mikrofon, die GPU und so weiter, könnt ihr hier einfach draufklicken und dann Hey Cortana sagen und dann wie auf unter Windows Phone mit Cortana halt sprechen. Dann wird man natürlich immer gefragt, need something, Peter. Das Design von Cortana passt sich immer auch dem Design von Windows an. Wir sehen das hier in diesem bräunlichen. Das habe ich auch hier im Startmenü und hier in der Taskleiste. Das wird halt überall übernommen. Und die Grafiken, naja, flackern hier noch, aber das ist halt noch eine Preview. Und dann bekommt man zum Beispiel angezeigt News, irgendwelche Sachen oder zum Beispiel das Wetter, was ich ganz gut finde, in diesen Informationen. Und hat man zum Beispiel Windows Phone aktiv und nutzt dort Cortana auch, dann werden hier auch die ganzen Benachrichtigungen angezeigt. Das kann man alles in den Einstellungen ändern, zum Beispiel unter Notebook. Sehen wir zum Beispiel, ja, wollen wir hier irgendwelche Termine sehen oder wenn wir zum Beispiel zur Arbeit fahren, ob Cortana uns den Traffic anzeigen soll, also den Verkehr, ob wir pünktlich kommen nach Hause, wann wir immer fahren und so weiter. Wollen wir News, Headline News, also weltweite News, zum Beispiel wichtige News sehen oder zum Beispiel New News um einen herum, also hier in der Gegend. Dann natürlich Tripplaner, wenn man zum Beispiel zum Flughafen muss, da wird der Verkehr mit berechnet, das Wetter und so weiter. Und natürlich, ob man das Wetter hier machen sehen möchte, wie ich ganz unten. Und dann kann man natürlich noch Sachen hinzufügen. Nehmen wir zum Beispiel mal Sport und keine Ahnung, irgendeine Sportmannschaft. Formel 1 zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das jetzt erkannt wird. Anscheinend nicht. Ja, kann man halt verschiedenste Sachen noch mit einfügen und dann den Funktionsumfang von Cortana im Grunde erweitern. Places können wir natürlich hinzufügen, wo wir zum Beispiel bei der Arbeit sind, wo wir zu Hause sind, wo wir öfters hinfahren. Dadurch wird natürlich auch die Berechnung des Verkehrs dann mit einbezogen und natürlich in den Settings nochmal einstellen.
ob Cortana einen mit dem Namen ansprechen soll, das, was man vorher eingestellt hat, ob die Flüge mit bearbeitet werden sollen, wenn man zum Beispiel Flüge hinterlegt hat, den Termin kann dann, ob Cortana darauf zugreifen möchte oder ob Cortana auf Sprache reagieren will. Man kann natürlich das einstellen, wenn man Angst hat, dass man die ganze Zeit belauscht wird, kann man dieses Hey Cortana-Ansprechfeature, was man später ja nutzen kann, einstellen oder deaktivieren. Und dann springt Cortana halt nicht mehr auf Hey Cortana an. Also so wie wir das von OK Google kennen von Smartphones, springt sie darauf nicht mehr an, sondern man muss halt wirklich erst draufklicken, dann auf das Mikrofon und dann wird erst die Spracheingabe ja, wahrgenommen. Man muss sich halt entscheiden, ob man den bequemen Weg gehen möchte und per Hey Cortana sie ansprechen, was hier wie gesagt nicht funktioniert in der Preview bei mir, weil das Mikro nicht erkannt wird, oder ob man halt wirklich immer auf das Mikrofon klicken möchte und den sicheren Weg gehen, um Cortana zu nutzen. Jo, das war's im Grunde. Ihr könnt damit rumspielen. Das war so das letzte Feature, was von Windows 10 jetzt noch aktiviert werden konnte, was ich jetzt auf die Schnelle gestern nicht so direkt gecheckt habe. Aber nachdem Microsoft den Artikel, den Blog-Eintrag aktualisiert hat, dass das nur in England geht, ja, hat man sich recht schnell darauf, ja, hat man recht schnell erkannt, dass man hier die Sprache auf Englisch und die Region auf die USA stellen muss, damit das halt hier wirklich funktioniert, wie es früher bei der Preview von Windows Phone der Fall war. Ja, das ist Cortana unter Windows 10 auf dem Desktop. Ich würde natürlich gerne noch mehr zeigen, was Cortana kann, aber wie gesagt, das Mikro funktioniert nicht. Das sehen wir dann, wenn ich später ein echtes Windows 10 Tablet installiert habe und wir dann alle Funktionen nutzen können. Ist halt eine Preview, aber ihr könnt ja gerne damit rumspielen. Wenn es Fragen gibt zur Installation von Cortana auf der Windows 10 Preview vom Januar, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.